Was wissen wir über Stefan Kuntz? Er war der Trainer der deutschen U21, hat dort bewiesen, dass er insbesondere junge Spieler besser machen kann, ist jetzt der Trainer der türkischen Nationalmannschaft. Und wir wollen heute mal schauen, welche Spieler denn dort auf ihn warten, die unter ihm ganz nach oben kommen wollen. Das Motto der Türkei bei der EM in diesem Jahr war eher, dabei sein ist alles. Und auch bei der WM-Quali stehen sie derzeit nicht gut da. Ich kenne das Potenzial türkischer Spieler. Das sagte Stefan Kuntz bei seiner Vorstellung. Und genau das will er jetzt aus den Spielern herausholen. Und das Potenzial hat auch einen Namen oder auch gleich mehrere. Wir beginnen aber mit Kerem Aktürkoğlu. Der Junge ist gerade mal 22 Jahre jung, spielt bei Galatasaray Istanbul und ist dort auf dem linken Flügel gesetzt. Kommt in dieser Saison in 5 Spielen auf 1 Tor, aber in der Europa League hat er in dieser Saison in 4 Spielen 2 Tore und 3 Vorlagen gesammelt. Was sagt uns das? International kann der Junge auf jeden Fall schon mal. Und das will er jetzt natürlich auch unbedingt in der Nationalmannschaft fortsetzen, unter eben Stefan Kuntz. Galatasaray soll laut türkischen Medienberichten übrigens schon ein erstes Angebot von Lyon für Aktürkoğlu erhalten haben. Die Höhe? 4 Millionen Euro. Die Reaktion? Abgelehnt. In dem Zuge haben sie ihm auch gleich eine Ausstiegsklausel im Vertrag verankert in Höhe von 20 Millionen Euro. Sollte der Junge aber seine Entwicklung so fortsetzen wie im Moment, dann dürfte die in Zukunft von irgendeinem internationalen Topclub locker gezogen werden. Vom Shootingstar zu einem Juwel kann man sagen, denn der ist noch mal 2 Jahre jünger, gerade mal 20 Jahre jung. Orkun Gökçü. Alter hin oder her, auch der ist bereits Stammspieler. Und zwar bei Feyenoord Rotterdam, wurde dort auch schon als U21-Spieler des Monats März in der Eredivisie ausgezeichnet. Kein Wunder also, dass so ein Top-Talent das Interesse internationaler Top-Clubs weckt. In diesem Sommer soll wohl der AC Milan angeklopft haben. Die mussten ja den Abgang von Hakan Çalhanoğlu zum Stadtrivalen Inter verkraften. Und weil Gökçü und Çalhanoğlu in der türkischen Nationalmannschaft ja quasi Konkurrenten sind, gönnen wir uns an der Stelle doch mal den Vergleich in Form von Daten unserer Kollegen von Matchmetrics. Schau mal einer an. Da muss sich Gökçü aber mal gar nicht verstecken. Ein Duell auf Augenhöhe sieht nämlich genau so aus. Bei Abschlusspositionen, im Dribbling und bei offensiven Zweikämpfen sogar leichte Vorteile für den Youngster. Çalhanoğlu dafür mit dem marginal besseren Passspiel und der besseren Passgefahr. Dazu ist das Niveau in der Eredivisie natürlich unter dem der Serie A, trotzdem Hut ab für Gökçü. Mein Vertrag ist zwar noch 4 Jahre gültig, aber die Situation hat sich geändert. Wenn mir ein Club ein gutes Angebot macht und Feyenoord Geld dadurch verdienen kann, kann ich mir vorstellen, mir das anzuhören. Das sagte Gökçü zuletzt selbst und deswegen an der Stelle an euch die Frage, welchen Club könntet ihr euch denn vorstellen, wohin der beidfüßige Mittelfeld-Youngster wechseln könnte? Wenn wir gerade schon mehr oder weniger bei der Serie A waren, machen wir weiter mit Mery Demiral. Der ist ja eigentlich bei Juve unter Vertrag, wechselte in diesem Sommer aber zum Ligarivalen Atalanta Bergamo. Zunächst mal für ein Jahr auf Leihbasis, es soll aber eine Kaufoption bestehen in Höhe von 25 Millionen Euro. Und somit könnte der Abschied aus Turin auch endgültig gewesen sein. Ich habe mit sehr guten Trainern gearbeitet, diese haben mir sehr viel beigebracht. In diesem Alter mit Gasperini, also jetzt dem Trainer von Atalanta zu arbeiten, ist ein Glücksfall für mich. Ein vielleicht noch größerer Glücksfall für ihn ist, dass er jetzt auch in der Nationalmannschaft mit einem sehr vielversprechenden Trainer zusammenarbeiten kann. Denn der Innenverteidiger machte bei dieser Europameisterschaft im Sommer nicht immer eine gute Figur, verschuldete unter anderem im Eröffnungsspiel ein Gegentor. Also da ist noch Luft nach oben für Demiral und Kuntz. Wir machen weiter mit zwei türkischen Nationalspielern, die gleichzeitig auch Teamkollegen in der Ligue 1 sind. Und zwar Seki Çelik und Yusuf Yazici, beide in den Diensten von Lille und dürfen sich damit beide amtierender französischer Meister nennen. Maßgeblichen Anteil an diesem Meistertitel hatte auf jeden Fall Rechtsverteidiger Çelik. Er schaffte es am Ende sogar in die Top 11 des Jahres 2020 von der L'Équipe. Kein Wunder also, dass auch er ein Thema auf dem Transfermarkt in diesem Sommer war. Atletico Madrid soll ihm ein Angebot gemacht haben. Am Ende scheiterte der Deal aber, weil die Madrilenen weder Trippier noch Verseiko los wurden. Wir wollen uns aber trotzdem mal angucken, was die Daten sagen, inwiefern Çelik an den Altmeister Trippier rankommt. Ja, wenn das eben ein Duell auf Augenhöhe war, muss man hier schon fairerweise sagen, das Ding geht an Trippier.
Dribbling und lange Pässe, hier hat Schelik die Nase vorn, ansonsten aber überall Vorteil Trippier. Da schlägt in dem Fall dann doch Erfahrung, junges Talent und Schelik muss sich noch ein bisschen strecken. Und was nicht ist, kann ja noch werden. Sollte Trippier oder Versaico die Madrilen doch noch verlassen, dann wird das Ding vielleicht auch noch mal heiß. Yusuf Yazici hat zugegebenermaßen einen nicht ganz so großen Anteil am Meistertitel. Er war nicht wirklich Stammspieler, schaffte es aber immerhin auch als Ergänzungsspieler auf 7 Tore und 4 Vorlagen in der Liga. Wenn es nach ihm geht, soll sich das in Zukunft natürlich ändern. Yazici ist einer, der wirklich hart an sich arbeitet, hat neben einem Berater auch einen Mentor, einen Life-Coach und einen Berater für soziale Zwecke, ist jetzt gerade kein Witz, dazu noch einen Sportpsychologen seit 5 Jahren und jüngst auch einen Schlafcoach, ein Konditionscoach sowie ein Fitnesscoach, versteht sich an der Stelle, glaube ich, von selbst. Also wir notieren, der Junge hat mehr Coaches um sich rum als ich Freunde, zeigt aber auch, dass der noch richtig viel vorhat und so ein Musterprofi ist natürlich immer gern gesehen. Er steht deswegen auch unter Beobachtung einiger Topclubs. Übrigens soll auch Bundesligist Bayer 04 Leverkusen einst Auge gemacht haben. Und wir versprechen euch, auch bei uns in der Transfermarktshow steht er weiterhin unter Beobachtung. Ja, und was ist eigentlich mit Cengiz Ünder? Der ist gefühlt die letzten 2 Jahre komplett von der Bildfläche verschwunden, ist weder bei der Roma noch bei Leicester so wirklich angekommen, konnte nicht sein fußballerisches Talent, was er ja unbestritten hat, auf den Platz bringen. Die logische Konsequenz also, im Frühjahr entschied man sich für ein Leihgeschäft mit Olympique Marseille, das übrigens auch eine Kaufpflicht beinhalten soll. Wann die greift, ist nicht bekannt, aber wenn der so weiterspielt wie im Moment, ist auf jeden Fall mal sicher, dass sie greift. The Undertaker is back. Auch in dieser Saison steht er schon wieder bei 3 Buden. Also wir können festhalten, Frankreich scheint ihm richtig gut zu tun. So Leute, das war's von mir. Ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben, die Namen richtig auszusprechen. Also seid lieb mit mir. Und jetzt seid ihr aber dran. Schreibt mal unten in die Kommentare, was glaubt ihr, wer spielt sich bei der Türkei-Unterkunft wieder so richtig ins Rampenlicht. Wir machen damit Schluss für heute. Sehen uns in der nächsten Woche wieder. Kommt gut durch.